Alle an Bord und auf geht's zur nächsten Reise mit dem Seeschiff. Über die wichtigsten Inhalte in diesem Bereich habe ich ja bereits ein Video gemacht. Ihr findet es rechts oben in der Infobox. Nun wollen wir aber intensiver ins Thema einsteigen und uns auf die Haftung in der Seefracht konzentrieren. Aber bevor es losgeht, seid erstmal ihr gefragt. Aber dazu gleich später mehr. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Ich bin Horst Götze und wie bereits vor dem Intro angekündigt, werden wir in diesem Video erneut über die Seefracht sprechen und uns die Haftung genauer anschauen. Doch bevor wir damit starten, das habe ich gerade schon vor dem Intro angekündigt, warten erstmal einige Aufgaben auf euch. Ich spreche nicht vom Deckschrubben oder vom Ankerlichten, sondern darum, euer Wissen im Bereich Seefracht zu testen. Wenn ihr im bevorstehenden Quiz alle Fragen richtig beantworten könnt, dann seid ihr bereit, um tiefer ins Seewasser zu tauchen. Und weil wir hier nicht in der Schule sind und keinen Test schreiben, könnt ihr euch gerne vorher nochmal das Video zur Seefracht ansehen, um die wichtigsten Inhalte zu wiederholen. So, genug geschwafelt, weiter geht's mit dem Seefrachtquiz. Nach jeder Frage gibt es wie immer eine kurze Bedenkzeit. So, los geht's mit Frage 1. Wie heißen die Beteiligten des Seefrachtvertrags auf Deutsch und auf Englisch? Kurze Bedenkzeit und dann gibt's die Auflösung. Ich denke mal, das werden die meisten von euch noch gewusst haben. Der Seefrachtvertrag wird zwischen dem Befrachter und dem Verfrachter geschlossen. Auf Englisch heißen die beiden Shipper und Carrier. Weiter geht's mit Frage Nummer 2. Und die lautet: Was versteht man unter einem Toy? TEU oder auch TEU steht für 20 Foot Equivalent Unit. Dabei handelt es sich um einen normalen 20 Fuß Container. Auch das sollten die meisten Logistiker unter euch gewusst haben. So, weiter geht's mit Frage Nummer 3. Und die ist schon etwas schwieriger. Die Frage lautet nämlich: Was ist ein NVOCC? NVOCC steht für Non-Vessel Operating Common Carrier. Dabei handelt es sich um einen Verfrachter ohne eigene Schiffe. Die war schon ziemlich fies, oder? Kommt aber oft in der Prüfung vor. Also, machen wir weiter mit Frage Nummer 4. Und bei der vierten Frage möchte ich wissen, welches Transportdokument wird in der Seefracht eingesetzt und was ist das Besondere an diesem Papier? Na klar, es handelt sich um das Konnoissement, auch Bill of Lading oder BL genannt. Das Besondere an diesem Papier ist, dass es sich um ein handelbares Wertpapier handelt und die Ware während des Transports weiterverkauft werden kann. So, weiter geht's mit Frage Nummer 5. Wofür steht die Abkürzung BAF? BAF steht für Bunker Adjustment Factor. Er wird als Ausgleich für schwankende Treibstoffpreise berechnet. So, ich würde sagen, wir machen noch eine Bonusfrage und dann kümmern wir uns um die Haftung in der Seefracht. Also, hier kommt die Bonusfrage. Und die ist wirklich fies. Wie viel TEU kann die One Innovation laden, die im Juli 2023 im Hamburger Hafen einlief? Na, hat es jemand gewusst, ohne zu googeln? Die One Innovation kann 24.136 TEU laden. Vielleicht war ja einer von euch auch live dabei, als sie im Hamburger Hafen einlief. Das muss ein ziemliches Spektakel gewesen sein. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und, wie sieht's aus? Habt ihr alles gewusst?
Wenn nicht, dann habt ihr euer Wissen zumindest wieder aufgefrischt, sodass es jetzt mit dem Thema Haftung weitergehen kann. Bevor es weitergeht, möchte ich nochmal die Chance nutzen, den offiziellen Partnern des Logistikkanals ein großes Dankeschön auszusprechen. Da hätten wir Webfleet. Webfleet ist einer der weltweit führenden Anbieter von Telematiklösungen. Die zentrale Software-as-a-Service-Lösung Webfleet wird von Unternehmen jeder Größe eingesetzt, um die Fahrzeugleistung zu verbessern, Kraftstoff zu sparen, Fahrer zu unterstützen und die Effizienz der gesamten Flotte zu erhöhen. Zudem möchte ich mich bei Stefanie Schäfer von begegnungsverkehre.de bedanken. Stefanie erteilt angehenden Kaufleuten für Spedition und Logistikdienstleistungen gerne Unterricht in allem Wissenswerten im Bereich Spedition und Logistik. Außerdem möchte ich mich noch bei unseren weiteren Partnern, nämlich Hellmann und Translog Marketing, bedanken. Dank dieser Partner sind wir in der Lage, regelmäßig Videos für euch zu produzieren. Die Links zu all unseren Partnern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt euch also da gerne mal rein. Und wenn ihr oder euer Unternehmen auch Interesse daran habt, Partner des Logistikkanals zu werden, dann schreibt mir doch gerne eine kurze E-Mail an die info@logistik-kanal.de. Vielen herzlichen Dank an alle für eure Unterstützung. So, weiter mit dem Content. Nun geht's weiter mit der Haftung. Folgende Inhalte zu diesem Thema werden wir heute besprechen: die geltende Rechtsgrundlage, die Haftungshöchstgrenzen bei Schäden, das geltende Haftungsprinzip, die Haftungsausschlüsse und die Schadenanzeigen. Am Ende machen wir noch eine Aufgabe gemeinsam, damit ihr das Gelernte auch direkt umsetzen könnt. Starten wir mit der geltenden Rechtsgrundlage. Das international geltende Gesetz für Transporte mit dem Seeschiff sind die Haag-Visby-Regeln. Und weil diese den deutschen Gesetzgebern so gut gefallen haben, haben sie die Haag-Visby-Regeln in nationales Recht umgewandelt und sie in das 5. Buch des HGB übernommen. Das heißt, sowohl national als auch international gelten die gleichen Regeln. Das unterscheidet die Seefracht stark von den anderen Verkehrsmitteln, weil diese für nationale und internationale Transporte jeweils unterschiedliche Gesetze vorsehen. Schauen wir uns als nächstes mal die Haftungshöchstgrenzen bei Schäden an. Ein Fährfrachter haftet nach Gesetz nur für Güterschäden, also für Verlust oder Beschädigung, nicht aber für eine Lieferfristüberschreitung. Das macht auch Sinn, da es bei Seetransporten aufgrund der verschiedenen Bedingungen unmöglich ist, Lieferfristen einzuhalten. Für Güterschäden haftet der Fährfrachter maximal mit dem Wert der beschädigten Ware zum Zeitpunkt der fristgemäßen Ablieferung der Ware am Bestimmungsort, aber nicht mehr als 666,67 Sonderziehungsrechte pro Stück oder 2 Sonderziehungsrechte pro Bruttokilogramm. Gewählt wird aber natürlich der Betrag, der von beiden höher ist. Ihr seht, im Gegensatz zu den anderen Verkehrsmitteln rechnet man in der Seefracht mit 2 und nicht nur mit einer Haftungshöchstgrenze. Kommen wir als nächstes zum Haftungsprinzip. Das geltende Haftungsprinzip ist die Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast. Das heißt, dass der Fährfrachter nur dann haftet, wenn er tatsächlich Schuld am Schaden trägt. Auch hier unterscheidet sich die Seefracht von den anderen Verkehrsmitteln. Bei denen gilt nämlich die sogenannte Obhutshaftung, auch Gefährdungshaftung genannt. Was es genau mit den Haftungsprinzipien auf sich hat, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Wenn aber jemand Interesse hat, mache ich gerne darüber ein separates Video. Sagt mir in den Kommentaren Bescheid, wenn ihr das gerne möchtet. Wie eben erwähnt, haftet der Fährfrachter also nicht, wenn ihn keine Schuld trifft. Und somit sind wir auch schon bei den Haftungsausschlüssen. Diese sind in Paragraphen 499 im HGB geregelt. Dort steht in Absatz 1: Der Fährfrachter haftet nicht, soweit der Verlust oder die Beschädigung auf einem der folgenden Umstände beruht. Erstens: Gefahren oder Unfällen der See und anderer schiffbarer Gewässer. Zweitens: Kriegerischen Ereignissen, Unruhen, Handlungen öffentlicher Feinde oder Verfügungen von hoher Hand sowie Quarantänebeschränkungen. Drittens: Gerichtliche Beschlagnahme. Viertens: Streik, Aussperrung oder sonstige Arbeitsbehinderung. Fünftens: Handlungen oder Unterlassungen des Befrachters oder Abladers, insbesondere ungenügender Verpackung oder ungenügender Kennzeichnung der Frachtstücke durch den Befrachter oder Ablader. Sechstens: Der natürlichen Art oder Beschaffenheit des Gutes, die besonders leicht zu Schäden, insbesondere durch Bruch, Rost, inneren Verderb, Austrocknen, Auslaufen, normalen Schwund, an Raumgehalt oder Gewicht führt. 7. Der Beförderung lebender Tiere. 8. Maßnahmen zur Rettung von Menschen auf Seegewässern. Und 9. Bergungsmaßnahmen auf Seegewässern.
Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Wieso müssen Gesetzestexte immer so lang und umfangreich sein? Also, kommen wir zum letzten Punkt, den Schadenanzeigen. Hier müssen wir zunächst zwischen einem offenen Schaden und einem verdeckten Schaden unterscheiden. Ein offener Schaden ist äußerlich erkennbar und muss deswegen spätestens bei Ablieferung des Gutes angezeigt, das heißt dem Verfrachter, gemeldet werden. Ein verdeckter Schaden wird erst dann entdeckt, wenn das Packstück geöffnet wurde. Das muss innerhalb von 3 Tagen nach Ablieferung gemeldet werden. Wenn diese Reklamationsfristen nicht eingehalten werden, geht man davon aus, dass die Sendung vollständig und unbeschadet angeliefert wurde. So, das war alles Wissenswerte zum Thema Haftung in der Seefracht. Ich habe euch hier die Inhalte nochmal als Tabelle zusammengefasst. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Video nun anhalten und einen Screenshot machen. Ich möchte noch dazu sagen, dass man beim Thema Haftung natürlich noch viel weiter in die Tiefe gehen kann. Wir bewegen uns ehrlich gesagt noch ziemlich an der Oberfläche. Wenn ihr es noch härter wollt, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Kommen wir nun zum Ende des Videos hin zur angekündigten Abschlussaufgabe. Hier könnt ihr nun selbst testen, ob ihr gut aufgepasst und das Thema verstanden habt. Bitte löst die folgende Aufgabe. Ihr könnt das Video gerne anhalten, um mehr Zeit zum Rechnen zu haben. Die Lösung gibt es direkt im Anschluss. Bei einem Seetransport von 4 Holzkisten, Gewicht jeweils 950 Kilo, Warenwert jeweils 15.500 Euro, von Hamburg nach Shanghai werden 3 Kisten durch das Verschulden des Verfrachters vollständig beschädigt. Berechnet bitte den Haftungshöchstbetrag des Verfrachters. Ach übrigens, ein Sonderziehungsrecht entspricht aktuell 1,22 Euro. Wie gesagt, pausiert das Video gerne, wenn ihr mehr Zeit benötigt. So, dann wollen wir mal. Zunächst wird der tatsächlich entstandene Schaden berechnet. 3 Kisten mal 15.500 Euro macht 46.500 Euro. Soweit so gut. Danach wird die Höchsthaftung berechnet. Zunächst die Gewichtshaftung, dann die Stückhaftung. Bei der Gewichtshaftung rechnen wir 3 beschädigte Kisten mal 950 Kilogramm mal 2 Sonderziehungsrechte mal 1,22 Euro, damit wir auch einen Eurobetrag am Ende rausbekommen. Das macht 6.954 Euro. Soweit, so gut. Bei der Stückhaftung berechnen wir jetzt wieder 3 beschädigte Kisten, dieses Mal mal 666,67 Sonderziehungsrechte und auch hier wieder mal 1,22 Euro, damit wir einen Eurobetrag rausbekommen. Und der ist 2.440,01 Euro. Es wird nun zunächst der höhere der beiden Beträge gewählt. Und das sind in unserem Fall 6.954 Euro. Und damit wir nun nicht mehr bezahlen, als die Ware tatsächlich wert ist, schauen wir uns jetzt den Warenwert nochmal an. Dieser lag bei den 3 Kisten bei 46.500 Euro. Mit dem Warenwert haftet der Verfrachter also nicht, sondern nur mit 6.954 Euro. Das bedeutet für den Kunden, dass er nun eine Haftungslücke von 39.546 Euro selbst tragen muss. Als guter Spediteur haben wir dem Kunden natürlich vor Transportantritt eine Transportversicherung empfohlen, sodass der Kunde dann doch den kompletten Schaden ersetzt bekommen würde. Übrigens, kann jemand von euch den Seeweg des Transports aus dieser Aufgabe aus dem Kopf aufschreiben? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, das war es erst einmal zum Thema Haftung in der Seefracht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die nächsten Videos vom Logistikkanal nicht verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung erhaltet, sobald das neueste Video online geht. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, danke fürs Zuschauen, bis dahin. Ciao, ciao.